Ich grüße euch wieder aus der Grand Garage. In dem Video zur Korrosion und Primer ist auch der Begriff Angelieren gefallen. Diesem Thema widmen wir uns jetzt genauer. Flüssiglacke sind nach der Applikation weich und biegsam und werden erst später härter und spröder. Bei Pulverlacken ist das genau umgekehrt. Ist der Primer nur angeschmolzen, platzt er ab. Beim Angelieren kommt das mit Primer gepulverte Bauteil für wenige Minuten in den Ofen. Die Verweildauer hängt natürlich von der Materialdicke ab. Bindemittel und Härter beginnen dann miteinander zu reagieren. Allerdings wird der Pulverlack nicht durchgehärtet. Der Primer wird lediglich aufgeschmolzen und erst gemeinsam mit der Deckschicht vollständig vernetzt. Diese Methode sichert euch bessere mechanische Eigenschaften, denn der Primer und der Decklack haften besser miteinander. Das demonstriere ich euch jetzt anhand dieser Modelliermassen. Zwei weiche Schichten haften schon ganz gut aneinander, besonders wenn diese gemeinsam ausgehärtet sind. Diese beiden haben wir bereits im Ofen vorgehärtet. Wie man sieht, ist die Haftung nicht mehr so toll. Zusätzlich ergeben sich natürlich auch wirtschaftliche Vorteile. Durch die kürzeren Verweilzeiten im Ofen spart ihr Energie und habt einen höheren Durchsatz. Man sieht ganz klar, wo der Primer nur angeliert und wo er ganz ausgehärtet wurde. Erst hier kann er seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften unter Beweis stellen. Keep on coating!